Hallo liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Wir haben unsere Vorräte ein bisschen aufgefrischt, wir sind wieder gut dabei, am Essen und Trinken, Anzug, alles super, alles im grünen Bereich. Wir wollen zurück zu unserer Seamoth, die wir am Eingang an der Höhle zurückgelassen haben, das tun wir jetzt. Da ist ein Knochenhai. Und da... Wo ist... Da! Da ist unsere... Knochenhai! Nein, ich will nicht! Weg, weg, weg! Oh, Mann! Ich habe keine Batterie mehr für meinen... Oh. Okay. Eine Batterie. Mist! Wir haben keine Batterie mehr. Okay. Merken wir uns kurz, wo wir dafür hin müssen. Lasst uns an Bord hieven. Unsere Seamoth wird aufgetankt. Haben wir noch eine Batterie am Start? Wir haben nur eine Powerzelle. Och, Kinders. Wir haben den Pilz gebraucht für den Batterie. Wir haben natürlich nicht genügend Pilze. Oh, Mann. Okay, kurz aussteigen. Wir schnappen uns jetzt Pilze. Ganz schnell. Oh. Da sind doch Pilze. Ja, jede Menge. Zack, 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 zack. Eingetütet. Das reicht. Ich will mich gar nicht lang aufhalten. Ich will die Höhle erkunden. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Dieser Knochenhai, der lässt ja echt nicht locker. So. Was haben wir noch gebraucht? Wir brauchten Kupfer. Alles klar. Kupfer ist am Start. Wir haben kein Kupfer. Och Gott, das gibt's doch gar nicht. Okay, dann geht's eben ohne. Irgendwie. Wenn wir Kupfer finden, werden wir es gerne mitnehmen. Also, vormerken fürs nächste Mal, Kupfer sammeln. Ich meine, es ging hier zur Höhle. Jawohl. Ein dicker Fisch ist da drin. Ja, schwimm ruhig weg. Was willst du denn ausgerechnet jetzt hier? Och, geht das runter? Nee, oder? Das sieht ja strange aus. Da geht's ganz schön runter. Und ausgerechnet jetzt ist dieser Arsch da unten. Aber da sehe ich einen Limestone, den werden wir uns knacken. Ich sehe mehr als einen Limestone. Okay. Ich hoffe, wir werden in Ruhe gelassen von dem Vieh. Da wollen wir hin. Kupfer, das ist das, was wir brauchen. Nehmen wir gerne noch ein. Das war das Falsche. Wir dürfen unsere kleine Seamoth nicht verlieren. Weil mit der wollen wir hier groß auf Erkundung gehen. Titanium. Oh, wie das... Oh, guckt euch das an. Wie ein Schweizer Käse hier. Wie ein Schweizer Käse. Bestimmt spannend. Da mal runter zu gehen. Was ist denn da... Hab ich's, ich hab's nicht eingetütet, oder? Da fällt's. Das ist bestimmt Titanium. Ja, klar. Der Albert da rum. Oh, ich sehe Salz. Aha, ich sehe vor allen Dingen, dass mein Sauerstoffgleiche weg ist. Ah, 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 zurück, zurück, zurück. Wir sind ja in einer solchen Tiefe, dass das richtig relevant ist. Schwimmen wir mal lieber mit unserer Seamoth hin. Und leuchten das aus. Warten noch einen Augenblick, bis der Sauerstoff so weit gestiegen ist, dass wir wieder raus können. Was ein Glück ist das hier sozusagen eine Sauerstoffbasis. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und raus jetzt. Salz. Haben wir eingetötet? Limestone sehe ich nicht. Schwierig. Gibt auch kein Licht mehr.
Gut. Schnappen uns unsere Seamoff. Drehen mal die Nase nach unten. Ich hoffe, wir kommen hier wieder raus. So. Und geben mal Gas. Ab in die Tiefe. Scheiße. Wo ist denn hier Anfang, wo ist denn hier Ende? Das ist das Höhlensystem. Und es geht richtig. Jetzt bin ich mir unsicher. Wenn wir hier nicht zurückfinden, ist es aus. Weil es ist sackedunkel. Zwischen hoch und runter lässt sich hier kaum entscheiden. Das Einzige, was wir machen können, wir können rückwärts das Ganze gestalten. Das ist eine Idee. Alter Schwede, jetzt geht's aber runter. Weiß nicht, ob das so gut ist, was ich da gerade mache. Ich speichere nur mal kurz zur Sicherheit. Und weiter rückwärts. Ich will einfach mal dahin. Den Grund des Bodens. Ich steig mal aus. Wir sind unten. Ein Pieper oder was? Ja, ganz normale Pieper. Gott, wenn sind wir tief. Wir haben Gold gefunden. Wow! Okay. Oder? Du bist doch ein Pieper. Oculus. Das ist kein Pieper. Zu scheiße, ich dachte, das wäre ein Pieper. Wir nehmen erstmal Sauerstoff auf. Weg vom Boden. Ich dachte, das wäre ein Pieper gewesen. Was haben wir denn da aufgenommen? Das müssen wir gleich mal ans angucken. Die sehen ja komisch aus, aber harmlos. Aber vielleicht kann man sie essen. Wir werden sie auf jeden Fall braten und gucken, was sie bringen. Und wieder raus. Ich mach mal auf. Oculus. Sieht aber nicht sehr nahrhaft aus. Was ist denn das da? Kann man das einfangen und essen? Zack! Eingefangen. Ein Auge. Auge, Auge, irgendwas mit Auge. Okay. Nicht zu weit weg. Oh, oh, Limestones. Was ist denn? Lithium. Muss relativ schnell zurück. Oh Mann, bist du langsam. Komm. Oh Mann, ich sehe es. Wir werden ertrinken. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Komm, komm, schneller, 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 schneller. Warning, 30 seconds of oxygen. Richtig. So. Wir nehmen die Nase mal dahin. Ich will einfach nur ein bisschen näher ransteuern. Hoffentlich ist das alles kein Fehler. So, ich hoffe, es ist kein Fehler. Und ein bisschen näher ran an diese völlig neue Höhle. Die Limestones da unten, die hätte ich mir gerne. Boah, sind wir tief. Die würde ich mir jetzt gerne. Wir kommen hier kaum vorwärts in dieser Tiefe. Wir haben echt. Oh Mann. Gold. Lithium. Den haben wir nochmal eingesäckelt. Okay, da geht nichts. Och, komm schon zurück. Das ist hier alles relativ schwer. Da sehe ich noch mehr. Limestones. Warten, bis der Sauerstoff rauf ist und dann schnappen wir uns noch ein paar Limestones. So, hier ist einer. Gold.
Nochmal Gold. Also Gold ist gerade nicht unser Problem, so wie es aussieht. Kommst du zurück, Mensch? Komm her. Lithium. Jetzt aber zurück. Oh Mann, hier geht einem die Luft richtig schnell aus. Das ist alles ganz schön gefährlich. Da ist noch ein Limestone. Mhm. Komm her. Lithium wieder. Nee, nee, das ist mir zu weit weg. Ich bin so tief, da geht die Luft so schnell weg. Da ist es besser. Wir schippern direkt ran. Das ist wesentlich einfacher. So, komm her. Lithium wieder. Und Gold. Oh, da unten ist auch einer. Also wir schwimmen sogar etwas schneller, wenn wir dabei auf- oder absteigen. Aber gerne hier so ein bisschen umgucken. Wir haben noch genügend Energie in unserer kleinen Seemotte. Du Scheiße. Ach du Scheiße, ist das groß. Was für ein Höhlensystem. Oh, wow. Das ist mal ein Wow-Effekt. Können wir das mitnehmen? Okay, nee. Sieht nur sehr cool aus. Inventory full! Was? Okay. Alles klar. Ein geiles Biom. Alle... Sehe ich ja jetzt erst. Das sehe ich ja jetzt erst. Schaut's euch an. Was für eine Überraschung. Es hilft alles nichts. Wir müssen zurück. So, wir sind aus dieser Richtung gekommen. So, dann jetzt ab nach oben. Ja, jetzt geht's schon los. Bin doch gerade von oben gekommen, oder nicht? Noch ein bisschen weiter. Hier geht's hoch. Ja. Ja, von hier sind wir gekommen. Ach, was ein Glück. Es geht da raus. Und es wird hell. Wow. Das kann man ehrlich dazu sagen. Den nehmen wir jetzt noch mit. Ah nein, das Inventory ist ja voll. Haben wir gar nicht. Da haben wir
Nachbarn noch sein Auge genommen. Mhm. So, wir sind draußen. Und da ist die Shark. Hervorragend. Das hat ja mal richtig, richtig gut ausgesehen. Irgendwas hat uns wieder zu fressen gern. Herrgott, ich sehe nur das Riesenmaul. Ich will andocken. Du Eimer. Da will ich hin. Wenn man mich lassen würde. So. Zurück am Start. Wir haben ja einen geilen Stuff gefunden. Mein lieber Mann. Den liefern wir mal ab. Gold. Jede Menge Gold. Lithium bis zum Abwinken. Ja, das ist jetzt der Knochenhai. Der ärgert sich. So, und wir können eine Batterie herstellen. Das ist vor allen Dingen auch mal so ein Ding. 1, 2, 3. Und dann können wir unser Teil aufladen. Ja. Nehmen wir in die Hand und reload. Oh, endlich hat der Sieglight wieder Energie. Da unten ist ja fast nicht mehr vorangekommen. Wir kochen uns mal dieses neue Vieh. Oculus! Gucken, was er hat. 18,2. Na, das ist ja mal gar nichts. Den essen wir mal weg. Und das packen wir mal zurück. Den futtern wir mal weg. Und das trinken wir mal weg. Ja, das war nicht schlecht. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir so an Ausrüstung irgendwie noch an Equipment. Wir haben einen Tank, wir haben Fins, das haben wir. Rebreather. Das wäre mal was Interessantes. Für große Tiefen. Warum nicht? Wiring Kit und Silikon. Zweimal Silber. Wir haben nur einmal. Hier zumindest. Gut, können wir uns von der Backe kratzen? Was gibt's noch? Den haben wir an. Pipes, uninteressant. Haben wir. Messer haben wir. Squatch, den haben wir. Flair, brauchen wir eigentlich nicht. Das haben wir, war mega wichtig. Wälder, wo gehe ich denn hin? Stasis Rifle. In größter Not könnten wir uns den mal überlegen. Sag mal. Ah, nicht. So, haben wir gebaut, Beacon, eine Signalboje, ja, dürfte doch mal interessant sein, Copper Wire und Titanium, für zweimal Kupfer, hier muss ich hinklicken. Wir haben kein Kupfer mehr. Okay. Gut. Können wir uns nochmal von der Backe kratzen? Den brauchen wir auf keinen Fall. Brauchen wir auch nicht. Graphs 4. Das ist, um Fische zu fangen. Das ist so eine Gravitationskugel, die hält Fische fest. Brauchen wir erstmal nicht. Submarine. Interessanter Punkt. Ich würde gerne etwas anderes bauen. Nämlich hier oben. Den Fabricator haben wir. Das ist um. Das ist auch in unserem. In unserer Kapsel, um Fragmente zu analysieren. Da fehlt uns leider. Alles für. Wiring Kit und Computer Chip. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir bräuchten. Dafür können wir vielleicht das ein oder andere herstellen. Müssen wir mal schauen. Silber haben wir nicht. Gold und Computer Chip. Ein Silber haben wir und Opalgem und Quarz. Quarz.
von Silber. Und dann könnten wir einen Computerchip herstellen. Das können wir schon mal tun. Advanced Wiring Kit. Ein Advanced Wiring Kit. Zweimal Gold. Das kriegen wir hin. So. Eine Powerzelle und Silikon. Das haben wir doch alles. Eine Powerzelle und Silikon haben wir gleich. Immerhin. Dann haben wir jetzt eine Knarre. Das ist gut. So, für das Locker, nein. Der Computerchip. Haben wir denn noch Materialien für den Computerchip? Ich glaube nicht mehr, ne? Das haben wir jetzt verblasen. So im Überschwung. Ja. Aber dafür haben wir die Stasis-Reife. Die legen wir mal auf Platz 5. Da ist er. Energie 100. Okay, auch das kostet Energie. Erwischt, Blödsack. Okay. Daneben geschossen. Ah, so funktioniert die. Ja, angenervt. Sind wir auch. Okay, die hat's bewährt. Nix wie weg. Ist gar nicht mal schlecht, die Knarre. Die behalten wir. Geht zwar unser Inventory ein bisschen drauf, aber war jetzt nicht unwichtig. Gut. Ich würde sagen, wir sind hier gar nicht mal schlecht weggekommen. Haben auch ein bisschen Essen gefunden. Tja, wir sollten weiterziehen. Aber das werden wir in der nächsten Folge tun, nicht mehr in dieser. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die kleine Höhle mit mir zu erkunden. Wir ziehen inzwischen weiter, schauen uns weitere Biome an, schauen uns die Gegend erneut an und sehen uns hoffentlich wieder in einer neuen Folge hier auf diesem Kanal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da oder abonniert meinen Kanal, dann sehen wir uns, wenn es gut geht, wieder. Würde mich freuen. Also bis zum nächsten Mal und viel Spaß im Internet. Macht's gut. Tschüss.